So, dann fangen wir mal an. Ich erzähle mal wieder was über Pflanzenbewässerungsplatinen und Projekte. Diesmal Version 2.0. Gibt einen vorigen Vortrag. 1.0 ist auch als chaotische Viertelstunde hier mal gelaufen. Also falls irgendwer das Video sieht und sich fragt, wo ist der in der Vergangenheit in derselben Ecke. Genau, das Ganze ist etwas ad hoc zusammengestückelt worden. Also der rote Faden, ich habe mir versucht, einen reinzukriegen. Und fangen wir einfach mal an. Der alte Stand, wo wir zuletzt im letzten Projekt waren. Es gab diese Platine links oben. Die hat im Wesentlichen funktioniert. Sieht halt so aus. Dann gab es beim letzten Vortrag noch den Aufbau aus der Mitte. So schön gerade alles neu, schön auf dem Holzbrett. Währenddessen hat sich dieser Aufbau in den Aufbau rechts verwandelt. Zum einen etwas anderer Tank, das ist aber weniger kritisch. Das Interessantere ist, ihr werdet vielleicht sehen, die Schläuche sind marginal grün bis schwarz geworden. Nennt sich Algen das Problem. Und die andere Sache ist, das sieht man wunderbar unten bei den Ventilen, die haben hinterher jetzt eine gedruckte Verstärkung gekriegt, weil das Holz angefangen hat zu gammeln und dann halt da irgendwie was hintergefuscht wurde, dass es erstmal nochmal hält. Und naja, also das ganze Ding war etwas physikalisch instabil. Nehmt keine MDF-Bretter draußen, das ist eine scheiß Idee. Macht's einfach nicht. Selbst wenn sie regengeschützt sind, es funktioniert nicht. Ja, genau. Warum eine neue Version? Also warum ich quasi einmal so von Grund auf baue und nicht einfach nur das Brett austausche dann bei der Gelegenheit. Zum einen, der C++-Code von der vorigen Version ist so ein bisschen brittel im Sinne von, der funktioniert im Normalfall schon, aber so ein bis zweimal im Jahr gab es einen Hänger, der nicht erklärbar war. Und er hat gewisse Probleme, zum Beispiel wenn man ein Config-Update im MQTT einstellt, während das Ding nicht an ist, kann es sein, dass es irgendeinen Fehler macht, das Dateisystem schrotet und ähnliche Witze passiert sind. Also sprich, die ganzen Gutfahrts funktionieren alle sauber, alle etwas weniger erwarteten Fehlerpfade sind C-typisch nicht vernünftig gescheckt. Und leider auch nicht in meinem Code, sondern in Frameworks, die ich benutze. Also auch nicht so einfach zu fixen. Ja, das Solar-Lademodul, was verwendet wurde, hat eine gewisse Ineffizienz. Das ist letztendlich einfach irgendein günstiges AliExpress-Modul, was nicht sauber darauf ausgelegt ist. Im Wesentlichen, die Solarzellen haben 20 Volt im Leerlauf, 18 normal, so ungefähr, wenn man sie belastet, je nachdem, wie man es genau justiert. Das hat die runtergezogen auf 12 Volt, weil es eigentlich für 15 Volt Solarzellen ausgelegt ist. Das funktioniert, aber sehr offensichtlich verliert man dann halt mal einfach ein Viertel der Energie ohne überhaupt irgendeinen Mehrwert. Andere Sache war, das alte Design läuft auf 1S, also 1 Lithiumzellen-Spannung, also 3,7, 4,2 Volt rum. Die Magnetventile und Pumpen aber auf 12 Volt, das heißt, es gibt einen Upstepper, der daraus wieder höhere Spannung macht. Blöderweise sind sowohl Magnetventile als auch Pumpen das, was eigentlich am meisten Strom verbraucht. Das heißt, quasi den größten der Leistung geht man durch einen Konverter durch. Und der Teil, der eigentlich unkritisch ist, der ESP, der hat die perfekte Spannung von Haus aus, ist nicht ganz so geschickt. Es gab auf der alten Platine keinerlei Möglichkeit, Fehler mitzuteilen. Es gibt keine LEDs, die dafür vorgesehen sind. Es gibt ein paar LEDs, die sagen, wenn ein Sensor läuft, wenn eine Pumpe läuft, wenn gerade Messstrom da ist oder sowas, aber es gibt keine Möglichkeit, dass es einfach nur irgendwie eine LED leuchtet, wenn es einen Fehler gibt. War nicht vorgesehen. Nächstes Problem, was ich gezeigt hatte, der Akku ist so klein, um über den Winter zu kommen, in Verbindung mit den anderen ineffizienten Logiken. Sprich, so irgendwann so, meistens Dezember bis Januar, stirbt das Ding einfach und kommt auch nicht wieder so schnell. Weil es dann lang genug zu dunkel war, dass es quasi am unteren Ende der Entladekurve ist und einfach abschaltet erstmal, damit die Akkus nicht kaputt gehen. Naja, und dann hat das ganze Ding noch eine Nachtlichtfunktion aus dem Gedankengang mit, wenn man eh schon eine Solarzelle und eine Batterie draußen hat und im Sommer Stromüberfluss hat, dann kann man ja auch irgendwie lustig Belicht und Leuchtung mitmachen. Die alte Logik lief halt so, dass die einfach direkt am Akku hingen und über PWM betrieben wurden. Das funktioniert so lange toll, bis es kurz irgendwo was hängt und das PWM etwas zu lang ist, weil das komplett in Software auf dem dritten CPU-Kern umgesetzt war. Weil es keine Hardware-Einheit gibt, die läuft, wenn das Ding im Deep Sleep ist, aber die Ultra-Low-Power-CPU dabei weiterläuft. Ja. Man muss aber sagen, generell hat es schon ganz gut funktioniert. Also der Balkon war schon irgendwie relativ zu mit Grünzeug, auch während man mal so beim Camp weg war. Man kann hier in der Gegend übrigens Melonen anbauen, geht auch problemlos. Und einen Haufen Chilis, einige kennen die eventuell von der RGB, falls die eine das Chili-Pulver dort probiert hatten, was da rumstand, das eine etwas schärfere. Ja. Und dann kommen wir direkt zum neuen Design. Also,
keine Anzeige für Fehler. So sieht jetzt die neue Platine auf der Vorderseite aus. Man wird selbst mit diesem etwas miesen Foto schon relativ gut sehen können, es gibt eine Anzeige für Fehler, es gibt eine Anzeige für was das Ding gerade macht, es gibt für jede einzelne Pflanze eine Fehleranzeige. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt feststelle, eine Pflanze wurde 10-mal versucht zu gießen und sie wird irgendwie trotzdem nicht feuchter, sondern trockener, dann kann man da halt einen Fehlerfleck geben und man kann mit einem Blick drauf sehen, eine LED mit der falschen Farbe leuchtet, irgendwas ist es und dann kann man immer noch weiter gucken. Weil das Problem ist ja nicht, einen Fehler rauszufinden, wenn man weiß, dass einer da ist. Das Problem ist, wenn man davon ausgeht, alles läuft und man guckt nicht hin und es läuft aber irgendwo nicht und da stellt man dann eine Woche später fest, weil irgendeine Pflanze braun wird. Genau. Und die andere Sache ist, die Fehler-LEDs funktionieren halt auch, wenn das Ding im Deep Sleep ist. Einfach, dass die Pins weiter geletscht bleiben und generell elektrisch komme ich später vielleicht noch ein bisschen drauf zu. Erstmal so als Kernänderung. Genau, das Solarlademodul hat sich geändert zusammen mit der Batterie, weil, wie ich vorher sagte, eine Zelle und dann halt ein kleiner linearer Spannungswender für den ESP und ein Upstepper für die Pumpen. Die neue Lösung ist, ich nehme einfach eine 12-Volt-Batterie, also so gibt es inzwischen günstig und fertig zu kaufen mit integrierten BMS, quasi so Motorrad-Ersatzakkus oder ähnliche Sachen. Sprich, man braucht sich nicht darum kümmern, kann zu tief entladen, die schalten einfach ab, wenn sie keinen Bock mehr haben, sowohl bei zu hoher als auch bei zu tiefer Spannung. Also ich habe Plus und Minus und wenn ich was falsch mache, schalte das Ding halt einfach weg und fertig. Das heißt, ich spare mir einen Haufen Logik und habe stattdessen Logik, die zertifiziert und funktionieren sollte. Und die andere Sache ist, ich brauche jetzt nur noch einen kleinen Downstepper für den ESP, der vergleichsweise wenig Strom zieht, ein paar 100 mA mit WLAN an, sonst noch weniger, wenn er ein Deep Sleep ist. Das heißt, ich kann da jetzt darauf optimieren, dass das Ding primär im Leerlauf läuft, für die 3,3 Volt und kann mir damit, also ich bin jetzt so weit, dass die gesamte Energieaufnahme im Leerlauf, wenn keine LED an ist, irgendwo unter 1 mA ist. Also ich kriege sie nicht mehr gemessen mit dem Messgerät, die ich habe, was okay ist, finde ich. Kann man mit leben. Ja, andere Problem, was sich gleich mitlöst, ist, der Akku ist so klein für die Überwinterung, das hat man gleich mitgelöst, weil so der kleinste Akku, den man mit 12 Volt kriegt, hat 6 Amperestunden. Wenn man das kurz ausrechnet, stellt man fest, meine alte Lösung mit 4 alten Laptopzellen parallel war so bei grob 30 Wattstunden und die neue Lösung ist halt einfach bei 72. Damit dürfte es dann mit etwas Glück problemlos bis nach Januar, Februar durchreichen, da wird es dann auch schon wieder heller und dann geht das wieder. Gerade in Verbindung mit der etwas besseren Ladeelektronik. Die hat einen neuen Chip gekriegt, weil vorher war das eine, die explizit für Einzellen-Lipo-Anwendung ist. Jetzt ist das eine etwas generische, man kann quasi einstellen, welche Ladespannung es haben soll, welche Spannung die Solarzelle haben soll über Spannungsteiler und das Ding macht das dann mit so viel Strom, wie gerade geht. Das heißt, der läuft jetzt auch tatsächlich auf 18 Volt und hat eine Ladespannung von irgendwas um die 15 Volt maximal, dass die quasi auf ihre 14,6 Volt kommen und man auch eine Erkennung haben kann, wenn es ein bisschen drüber ist. Da ist das leichte Problem gewesen, das Datenblatt von dem Ding ist in pur Chinesisch. Ich kann kein Chinesisch und Google Translate hilft nur zur Hälfte weiter. Also nimmt man die pragmatische Lösung, man gibt den Chip bei AliExpress rein, kauft das Beispielmodul, misst alles mit dem Multimeter drauf, was die durchverbaut haben und dann gegen das Datenblatt zurück zu korrelieren und hat mit 3,50 Euro ein fertiges Schaltungsdesign, was man einfach 1:1 kopiert, weil es gar nicht schlecht war. Sehr pragmatisch gelöst. Eine Änderung habe ich gemacht. Es gibt im gesamten Ding eine Diode drin, einfach um sicherzugehen, dass die Batterie nicht zurückspeist Richtung Solarzellen und den ganzen Spannungswandlern. Da gibt es ein ganz lustiges Modul, was sich ideale Diode nennt. Im Wesentlichen, eine normale Diode hat halt, je nachdem was ist, so zwischen 0,3 bis 0,7 Volt Spannungsverlust durch, was, wenn man mit 12 Volt unterwegs ist, prozentual doch signifikant ist. Die ideale Diode funktioniert so, wir haben immer noch die vorherige Diode. So, mit diesem Spannungsverlust haben wir jetzt einen kleinen Chip, der lädt darüber einen Kondensator auf 12 Volt auf, weil er einen Mikro-Upstepper drin hat. Und wenn er auf 12 Volt ist, schaltet er ein MOSFET durch, der die Diode überbrückt mit einem PWM von so 95% und kann sich dann quasi mit dieser Differenz, die ab und zu noch anfällt, am Leben halten. Das heißt, man verliert jetzt irgendwo noch vom gesamten Strompfad ein paar Mikroampere, was bei einer Ladeleistung von irgendwie 10 mA signifikanten Unterschied macht zu dem vorigen Spannungsverlust. Vor allem die Dinger sind gar nicht teuer, das kostet halt irgendwie 80 Cent so ein Chip. Ja, genau, die neue Ladeelektronik funktioniert quasi ab dem Moment, wo man draußen wahrnimmt, dass es hell ist, was recht praktisch ist, weil man damit auch so vormittags und nachmittags ein bisschen mehr mitnimmt, gerade jetzt im Winter. Im Sommer ist es, wie gesagt, egal, da war auch die alte Schaltung morgens um 9 Uhr einfach voll und fertig.
Was eine kleine Sache ist, sich festgestellt hat, wenn das Ding wirklich mal mit vollen 2 Ampere, also mit dem Limit, was es kann, lädt, wird das schon ein bisschen warm. Ich habe mich entschieden, das ignoriere ich einfach, weil die Chance, dass wenn das passiert, dass der Akku eh schon voll ist, weil es die letzten Tage eh nicht war, relativ hoch ist. Ich glaube nicht, dass das da mal 5 Stunden auf voller Leistung laufen wird. Weil so viel kann der Akku nicht aufnehmen. Wenn doch, muss ich mir da nochmal was überlegen. Und was auch noch eine Änderung ist, die vorher irgendwie ja nicht dran gedacht. Es gibt jetzt einfach einen Stecker. Falls das Ding wirklich mal leer ist, kann man einfach was anderes ranstecken, was irgendwie so um 18 bis 20 Volt liefert, und einfach darüber laden, ohne irgendwie den Akku abzubauen, da drin zu tragen, sonst was. Man braucht einfach nur, man hat einen Ladestecker. Eine überraschend subtile Verbesserung. Ja, was hat sich noch geändert? Ich hatte schon, wie man in den Fotos gesehen hat, leichte Algenprobleme in diesen Rohren. Das Erste, was dafür gemacht ist, sind jetzt Rücklaufsperren drin, dass Wasser nur noch in eine Richtung durch das ganze Zeug zirkulieren kann, nicht, wenn die Pumpen ausgehen, irgendwo lustig zurückläuft und ähnliche Probleme verbreitet. Das löst das teilweise. Und die andere Sache ist, es gibt vorne einen Wasserfilter. Das einfach, den Filter kann man vernünftig aufmachen und auswaschen und alles andere nicht. Das heißt, wenn da irgendwo mal Algen drin sind, landen die hoffentlich im Filter und nicht in den Pumpen oder sonst wo allzu stark. Einfach aufgrund der Rohrstrecken, die davor sind. Sollten da nicht mehr allzu viele Algen sein. Genau. Das Holzbrett, was am Vergammeln ist, wurde ersetzt durch ein Plastikbrett, was im Müll war. Von daher sehr praktisch. Das Plastikbrett kriegt ein zweites Leben und ich brauchte kein Geld ausgeben. Und das andere, was noch war, was ich so festgestellt habe, der Tanksensor vorher. Das war ein ewiger Kampf, weil irgendwie versucht hatte ich Ultraschallsensoren, ich hatte Laserdistanzsensoren versucht und ähnliche Sachen. Alles funktioniert so im Innenraum wunderbar und wenn es draußen ist und ein bisschen länger draußen ist, hört es auf zu funktionieren relativ bald, weil es zukalkt, Signalstörungen kriegt, eine Spinne drin wohnt, sonst was. Also da sind einige Problemstellen, die man nicht unterschätzen sollte. Insbesondere weil Spinnen ein halbes Grad Temperaturunterschied anscheinend wahrnehmen und dann lieber da drin einziehen, in so einem Gehäuse. Und dann ist halt mit dem Laser nichts mehr, wenn da ein Netz vor ist. Ja, deswegen bin ich jetzt auf ganz pragmatische Basisprodukt zurückgegangen. Es ist effektiv ein Edelstahlrohr, was ein paar Magnetschalter drin hat und einen in Plastik eingegossenen Magneten, der schwimmt außenrum. Und das Ding ändert einfach den Widerstand zwischen 0 und 190 Ohm, je nachdem, wo der Schwimmer ist und fertig. Und dann braucht man halt noch eine Schaltung, um das zurückzuwandeln, wie hoch er ist. Eine Frage? Ja? Also die Frage war, ob was wesentlich Primitiveres gegangen wäre, wie irgendwie einfach Elektrokontakte. Ja, wäre es. Jetzt kommen zwei, drei Einschränkungen, die das Ganze ein bisschen schwierig machen. Wasser wird erst so ab 6 Volt wirklich leitend, wenn es halbwegs rein ist. Das heißt, ich brauche noch eine Spannung mehr. Und die andere Sache ist Korrosion. Kontakte, die mit Wasser in Verbindung sind und Strom durchlaufen werden, korrodieren. Und das ist in den Pflanzen selber für die Sensoren, kann ich das recht gut ignorieren, weil die sind nicht komplett nass. Aber im Wassertank ist es halt schon komplett nass. Und außerdem, wer Mannheimer Wasser kennt, weiß, das wird innerhalb von 2 Jahren nur noch aus Kalk bestehen, alles. Da wird kein Strom mehr fließen. Ja, was gab es noch so an Änderungen? Das Nachtlicht wurde umgebaut. Das gibt jetzt noch einen zweiten Downstepper tatsächlich auf der Platine. Einen kleinen Einstellbaren, wo ich mit dem Podi im Prinzip einfach die Spannung einstellen kann. Irgendwo so zwischen 1 Volt und 5 Volt grob. Und der macht jetzt halt einfach kein PWM mehr, hat auch den Vorteil, dass ich diesen Ultra-Low-Power-CPU-Kern nicht mehr laufen lassen muss und es die Programmierung sehr viel einfacher macht, weil die war auch etwas grausam in der C-Software, primär, weil es keinen sauberen Compiler für gab und das in Assembler handgeschrieben war. Und es ist überraschend schwierig, von Hand was zu schreiben, wenn man ein echtes General-Purpose-Register hat und drei weitere, die aber nicht als Akkumulator-Ziel dienen können. Und ja, war Scheißcode, hat keinen Spaß gemacht. Ist viel einfacher, das in Hardware zu lösen. Ja, ein bisschen Feature-Creep ist reingekommen. Ich habe einen Batteriemanagement-Chip verbaut, den einige Anwesende auch schon kennen, aufgrund meiner letzten Wochen am Rumwursten dran. Im Rahmen dessen habe ich dann festgestellt, für den gibt es leider auch keine Rastcrate fertig. Das heißt, es gibt jetzt eine Rastcrate dafür, mit der man die ganzen Register lesen kann von dem Ding. Dass man da irgendwie halbwegs sinnvoll drankommt. Noch ein Feature-Creep, der reingekommen ist, man kann jetzt in den Pflanzen redundante Sensoren haben, was, wenn man etwas breitere Pötte hat, durchaus Sinn machen kann, dass man halt an beiden Enden misst und
letztendlich, es kann durchaus sein, dass eines Ende relativ feucht ist und das andere komplett trocken ist, weil die Pflanzen, gerade wenn sie noch jünger sind, die Wurzeln halt noch nicht komplett durch den Pott durchgegraben haben. Und dementsprechend kann es an einer Ecke sein, dass eine Pflanze halb verdurstet, an der anderen ist genug Wasser da. Wie ich das genau behandeln will, muss ich mir dann noch, wenn das Problem auftritt, überlegen, gehe ich nach der trockensten, gehe ich nach dem Durchschnitt, gehe ich nach dem feuchtesten, ich weiß es noch nicht. Muss ich gucken, was Sinn gibt, aber zumindest habe ich jetzt die Option. Das andere, was hinzugekommen ist, dass man quasi direkt am Ausgang von dem Pumpenschlauch auch noch einen dritten Sensor haben kann, der eigentlich nur dem Zweck dient, dass man direkt mitkriegt, ändert sich der Wert noch während des Pumpens. Vorteil ist, da habe ich Erde, da ist das verunreinigt, da reicht auch die ganz normale Messspannung, da brauche ich keinen Aufwand machen, weil da geht es dann über den Widerstand. Und so sieht dann die neue Version jetzt aus. Unten die ganzen Pumpen, rechts unten der Wasserfilter, oben rechts die Batterie, so dass sie quasi drinne ist und halbwegs geschützt. Und oben in der Mitte die Platine, die gerade auch Licht abkriegt, wie man sieht. Also ist am Laden. Kleines Randdetails, neue LEDs sind echt widerlich hell. Ich habe mir diesmal mehr Mühe gemacht, die haben alle 1 Kiloohm oder höhere Vorwiderstände, sie sind trotzdem hell. Ja, also teilweise, da muss ich vielleicht nochmal dran, gerade an dem Batterieindikator, der geht nachts doch ein bisschen auf den Keks, wenn man den wahrnimmt. Ja, was sind noch so ein paar Sachen? Die Platine ist vierlagig geworden im Rahmen dessen, weil sie zwar auf der Oberseite sehr viel ordentlicher ist, aber auf der Unterseite dafür extrem viel voller. Die andere Sache, die ich festgestellt habe, man sollte es mit Zero-Indexen an jeglicher menschlichen Interfaces lassen, weil das war in der letzten Version ein unheiliger Mischmasch zwischen Array-Indizes und menschlichen Indizes, wo dann so Witze rauskamen wie die nullte Pflanze hat kein Wasser und so ein Scheiß. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe mir diesmal sehr viel Mühe gegeben in der Rust-Firmware, dass es nur eins als Start gibt. Also intern benutzt das zwar schon, nullte Position vom Array, aber das wird jetzt überall sauber angegeben. Da wird auch kein Mischmasch mehr akzeptiert und gemacht aus Legacy-Gründen, weil sonst müsste man ja alles neu schreiben. Ja, und auch noch eine lustige Kleinigkeit sind, wenn man so Schieberegister, diese ganz primitiven 74 HC-Chips kauft, die so aus den 60ern stammen, die quasi überall drin sind, wo es Schieberegister gibt, davon gibt es lustigerweise chinesische Klone und es gibt chinesische Klone von dem chinesischen Klonen. Eigentlich haben die Dinger einen Tri-State-Ausgang, quasi offener Ausgang, High ziehen oder Low ziehen. Es gibt eine günstigere Variante. Die lässt die Hälfte davon weg, die zieht nur niedrig, die zieht nicht mehr hoch. So frei nach kannst du einen externen Widerstand nehmen. Dann kann man die dann auch betreiben. Das kann auch für einige Schaltungen vielleicht ganz sinnvoll sein, aber im Anbetracht dessen, dass sie es als kompatibel mit derselben Typennummer verkaufen, war ich da ein bisschen pisst, weil ich dann nochmal 5 Chips umlöten musste auf der Platine von Hand. Ja, Sachen, die ich auch schon festgestellt habe. Also potenziell, was noch auf mich zukommt, ist eine Version 2.1 irgendwann in ein paar Monaten. Einfach weil derzeit sind auf der Rückseite der Platine einige Lötbrücken und ähnliche Sachen noch drin, wo halt einfach Fehler in der Schaltung waren. Die sind mittlerweile zwar behoben im Schaltplan, aber halt nicht in der physikalischen Welt dadurch. Zumindest nicht so, wie ich es so schön finde. Aber bevor ich das mache, war so der Gedankengang, ich lasse das Ding jetzt einfach mal so 2, 3 Monate laufen und gucke, ob noch größere Probleme auftreten, die mich dazu zwingen, eh nochmal Sachen umzudesignen. Und die andere Sache, wo ich noch die ganze Zeit mit spiele im Gedanken, derzeit ist es ein ESP32, was in der Vergangenheit ein bisschen Nutzen hatte wegen diesem PWM-Dimmer und weil es halt aus 10 nicht den riesen Unterschied macht, ob man diesen komischen geforkten Compiler nimmt oder einen anderen komischen geforkten Compiler. Jetzt mit Rust hat man allerdings den Punkt, der ESP32C6 hat einen RISC-V-Kern, damit kann man einfach Mainstream LLVM-Kompilate machen, man braucht sich um keine komischen Toolshells und nichts mehr ärgern. Das ist schon sehr attraktiv und er ist bis auf einen Pin anscheinend kompatibel zu meiner jetzigen Lösung. Hat einen gewissen Verlängerungsgrad. Ja. Dann hatte ich gesagt, ich wollte noch kurz einmal in KiCad den Ausschnitt zeigen. Was ich meine mit die Platine ist etwas voller geworden. Zum einen, also die 4 Layer sind diesmal einfach zwangsweise gewesen. In der alten Version ging es noch weniger. Und was sich massiv geändert hat, ist, die Oberseite ist zwar schön und einfach, weil ich mich entschieden habe, so eine Seite ist für die Menschen, die andere Seite ist für die Elektrik. Unter anderem, dass man auch den Platz für die ganzen LEDs hat. Scheiße. Ja. Ihr solltet was sehen. Ich habe nur das Problem. Wow, der rendert das davor. Danke. So, jetzt seht ihr was. Ha. Genau, im Prinzip die Seite ist schön ordentlich und sauber. Und das Opfer dafür ist halt, dass man auf der Rückseite jetzt alles draufpacken musste. Das heißt, die Idee ist an und für sich,
Letztendlich, das lötet man nicht mehr von Hand, wenn man will, sowas bauen will, sondern nimmt man einen Rieflerofen für. Das habe ich auch gemacht, mit Handbestimmung zwar immer noch alles, aber man kann nur wirklich gut eine Seite löten. Das heißt, diese Seite ist fürs Handlöten gedacht. LEDs sind für Menschen okay zu löten, das schafft man noch. Sind auch tatsächlich extra etwas größere, weil der Platz war eh da, wie die ich sonst nehmen würde. Dafür sieht die Rückseite marginal dichter bestückt aus. Nicht hierüber wundern, das ist einfach schon mal so als Vergleich der neuere ESP, wo ich am Überlegen war. Das ganze Ding ist in ein paar verschiedene Module gebaut. Also ganz oben hier ist dieser MPWT, Solarladeregler. Hier unten ist der 3,3 Volt Spannungswandler, der ist halt inzwischen super klein worden. Hier ist der für die Beleuchtung, der Einstellbare, wo auch das Poti auf der anderen Seite sichtbar war. Das da oben ist das Batteriemanagement-Eckchen. Das Ganze hier ist einfach nur eine riesige Diodenunschaltung für die ganze Sensorik, weil die Idee ist, ich habe immer nur einen Sensor gleichzeitig laufen. Das heißt, ich brauche nur einen einzigen Pin dafür opfern, wenn ich die alle über eine Diodenschaltung zusammenordere. Und hier unten ist an und für sich jeweils ein 555-Chip, der einfach nur ein Rechtecksignal vereinfacht produziert in Abhängigkeit vom einen einstellbaren Widerstand. Der einstellbare Widerstand ist halt die Erde über einen Erdspieß. Hintergrund der Sache ist, ein Pulssignal lässt sich sehr viel einfacher und zuverlässiger interpretieren von einem ESP als alles andere und hat aufgrund dieser Eigenschaften, dass Strom und Spannung linear zueinander sich verhalten, den unheimlichen Vorteil, dass leichte Spannungsschwankungen und sowas nicht die Messung versauen, was, wenn ich einen Analogeingang nehmen würde, passieren würde. Insbesondere, wenn ich da so viele Pins versuche drauf zu multiplexen. Ja, und was noch eine Neuigkeit ist, hier unten rechts gibt es ein Extension-Ding, weil das hier ist ein großes Schieberegister. Also alles, was nicht global da ist, also sowas wie Batteriemanagement gibt es nur einmal. Aber Pflanzen gibt es mehrfach. Das heißt, die Pflanzen laufen quasi über das Schieberegister, jede Funktion davon. Und hier unten geht der Schieberegisterbus plus alle Versorgungsspannungen raus. Das heißt, wenn man Langeweile hat, kann man theoretisch da noch, was war die Anzahl? Ich glaube, irgendwas um die 40 weitere Boards nebenkleben, um dann auf entsprechend ein paar hundert Pflanzen zu kommen. Das habe ich persönlich nicht vor, aber die Idee ist, falls man doch noch mal was braucht, hat man jetzt Platz, wo man irgendeinen Schieberegisterausgang hat. Und im Schieberegister kann man beliebige Sachen im Zweifelsfall dran setzen, wenn die Firmware versteht, dass da hinten was anderes dran sitzt. So gesehen ist es ein bisschen erweiterbarer wie die alte Lösung. Ja, und die andere Sache ist, wo ist meine Maus? Falsche Richtung. Was ich meinte mit, warum das Ganze jetzt vierlagig geworden ist, das ist nicht so wirklich eine freiwillige Entscheidung gewesen, weil es einfach unheimlich viele Leiterbahnen im Inneren jetzt gibt. Einfach durch die deutlich höhere Dichte davon, dass ich halt einfach, naja, Faktor 3 mehr Sensorik drauf habe. Und so Sachen wie das Solarlademodul war vorher eine kleine externe Platine, die einfach nur reingesteckt war von AliExpress. Das ist jetzt auch alles on board. Das hat tatsächlich auch ziemlichen Platzdruck verursacht auf der Platine. Eine Sache, die ganz praktisch war, die mir so noch ein bisschen was gespart hatte, war ein Tipp, den ich bekommen hatte, nämlich die Sicherung, die vorher auf der Platine war, einfach ins Kabel zum Akku zu verschieben mit so einem Inline-Kfz-Sicherung. Das war sehr praktisch, weil die Sicherung hätte nicht mehr drauf gepasst. Also da ist wirklich voll auf dieser Platine jetzt. Und damit zurück zu den Folien und dann sind wir eigentlich auch fertig. Das ist die letzte Folie mit der laufenden Nachtbeleuchtung. Ja, Fragen? Hattest du vorhin erwähnt, dass ich weiß nicht genau, was Temperatur angeben kann, aber bei Nahen kann das irgendwie 60 Grad warm werden. Hast du gemeint, ja, das interessiert dich aktuell nicht, weil du glaubst, dass es das für lange Zeit passieren wird. Hast du da Temperatursensoren dran, die das auch wirklich mal messen, ob das so ist oder nicht? Also die Frage war, wegen dem Laden mit der höheren Temperatur, ob ich Temperatursensoren dran habe. Also theoretisch gibt es einen Temperatursensor in dem Batteriemanagement-Chip. Der liefert mir aber etwas komische Werte, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Chip mittlerweile zum fünften Mal umgelötet wurde, aufgrund von vorherigen Fehlern. Das ist auch noch so ein Punkt für eine neue Revision. Ich glaube, ich will da dann doch mal einen frischen nehmen, der nicht so ein bisschen durchgebraten ist. Ich glaube, den hat es so ein bisschen mitgenommen an der Stelle. Tatsächlich habe ich es einfach mit einer kleinen billigen Thermalkamera geguckt, wie warm das wurde. Also es lässt sich noch anfassen, wird aber so nach 4 Sekunden ungemütlich. Damit hast du so die grobe Sache, es ist über 50 Grad. Und laut Thermalkamera war der Hotspot auf 64 Grad, wenn man wirklich mit voller Leistung lädt. In der Praxis ist einfach der Punkt, du hast nicht 50 Watt Solarzelle von null auf sofort. Weil du hast die Sonne, die geht langsam auf. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn Sommer ist, sodass du überhaupt diese Maximalleistung jemals erreichen kannst,
als Spitze, hast du vorher schon zig Tage gehabt, wo du weniger wie die Maximalleistung erreicht hast. Das heißt, die Batterie ist auch nicht komplett leer, sodass sie 6 Stunden lang durchladen würde oder ähnlich. Beziehungsweise 3 Stunden. Hat ja nur 6 Ampere-Stunden Kapazität. Und die Maximalladeleistung ist 2 Ampere, die der Regler kann. Wenn mehr Strom zur Verfügung ist, regelt er halt einfach ab und lädt nicht schneller. Da ist dann einfach ein hartes Ende. Ja gut, aber während die Wolken da sind, lädt es ja schon. Also der entscheidende Punkt ist, Wolken machen tatsächlich nicht den riesigen Unterschied, weil die Solarzelle bei mir eh hoffnungslos ineffizient montiert ist, aus Platzgründen. Also die ist flach wie ein Tisch aufgebaut, weil dann kann man sie wenigstens auch als Tisch und Arbeitsfläche benutzen auf dem Balkon. Und sie ist zudem eher Richtung Nordseite als woanders. Also die kriegt morgens so 2-3 Stunden relevant überhaupt Sonne in die Gegend. Der Rest ist alles nur diffuse Beleuchtung. Ist einer der Gründe, warum die auch relativ groß dimensioniert ist. Also wenn man das Ganze auf einer Südseite hätte, wird wahrscheinlich eine 10 Watt Solarzelle reichen. Ich glaube nicht, dass da wirklich ein Feuer passieren würde. Also die Frage war wegen Feuer. Realistisch gesehen, was passieren würde, irgendwann wird sich das Plastik weich werden, dann wird das ganze Ding runterfallen in den Tank und das Thema ist erledigt. Also da mache ich mir persönlich nicht die super Gedanken drum. Und die andere Sache ist, das Ganze ist ja FR4-Material, das hält problemlos ein paar hundert Grad einige Zeit lang aus. Also das wird dann altern, das sieht man dann auch an Vergilbungen und ähnlichen Sachen, aber dann kann man immer noch überlegen, ob man in der nächsten Revision die Ladeleistung zum Beispiel auf 1 Ampere reduziert oder ähnliche Sachen macht. Aber derzeit ist einfach der Gedankengang, erstmal gucken, dass es läuft und wie gut es läuft, und ich würde mir da nicht zu viel Gedanken drüber machen, wenn es so warm wird für den Moment. Und dafür kann es die Fehler-Idee an der Stelle sparen. Weitere Fragen? Okay, die Frage war, ob ich Plausibilitätsprüfung drin habe, vor allem im Zusammenhang mit dem Tauchsensor, falls der irgendwie hängen bleibt oder kleben bleibt weiter oben, obwohl der Tank schon leer ist. Technisch gesehen habe ich an vielen Stellen Hardware-Plausibilitätsprüfung drin. Blöderweise liefert er in dem Zustand ja durchaus einen validen Wert. Ich habe jetzt noch keine Prüfung drin, dass ich ungefähr weiß, was die Pumpenleistung ist und das gegenrechnen kann, dass ich sage, wenn ich 20 Mal gepumpt habe und der ändert sich nicht, stimmt was nicht. Habe ich an der Stelle nicht. Was ich natürlich schon habe, ist, ich merke, wenn kein Wasser kommt, weil die Pflanze nicht feucht wird, durch den Pumpenausgangssensor, wenn er dann angebaut wird. Und was ich benutze, sind Membranpumpen, aus einem sehr einfachen Grund. Die pumpen halt Luft im Zweifelsfall, ohne kaputt zu gehen. Also das stört die nicht. Hat auch den netten Vorteil, dass sie selber Wasser ansaugen können. Also ist so eine Sache, die man überlegen muss, ist ein Kompromiss. Tauchpumpen sind sehr viel billiger und haben sehr viel mehr Leistung als Membranpumpen. Membranpumpen sind sehr viel robuster, die überleben es halt auch, wenn sie mal gefrieren. Weil wenn sie frieren, dann wird halt die Membran verformt. Solange man sie währenddessen nicht anschaltet, wird es, wenn es wieder auftaut, biegt sich das Ding zurück. Also innen drin ist einfach nur ein bisschen geformtes Silikon mehr oder weniger, was eine Motorwelle wabbelt. Die sind ziemlich robust. Das Einzige, was sie nicht mögen, sind faserige Sachen. Weil dann bleibt ein Ventil offen und da sind die Algen wieder das Problem gewesen. Nächste Frage, ja? Ja, tatsächlich ist ein Temperatursensor im Wassertank drinne und ab 4 Grad Wassertemperatur werde ich auch nicht mehr pumpen, weil ich dann davon ausgehen muss, dass der Rest gefroren ist. Dazu wahrscheinlich, Betonung liegt auf wahrscheinlich, es gibt einen Grund, warum es den Sensor inzwischen gibt, von den alten Versionen, original war der nämlich nicht angebaut. Im Normalfall wird man im Winter eh nicht viel pumpen müssen, weil nicht viel in den Pflanzenkästen lebt und auch nicht viel Wasser verloren geht, aber es hat sich schon als sinnvoll erwiesen, da ein Safeguard drin zu haben, dass man einfach auch gar nicht erstmal versucht zu pumpen dann. Generell würde ich sagen, so, was ganz nett ist, wenn man mit Rust rumbastelt, unabhängig von der Sprache ist, dadurch, dass alle Frameworks so einen gewissen Gedanken haben mit, es kann sinnvoll Fehler geben, man hat vernünftige Fehlercode-Rückgaben an den Funktionen und ähnlichen, fühlt man sich auch selber, wenn man es schreibt, viel mehr dazu verlockt, so okay, irgendeine Unterfunktion kann eh schon einen Fehler zurückgeben von irgendeinem Framework, was ich aufrufe, dann mache ich halt auch eine, die einen Fehler zurückgeben kann und behandle das halt auf der obersten Ebene, wo es sinnvoll geht. Da sorgt auch zu so Ergebnissen wie, ich kann zum Beispiel auch komplett ohne Tanksensor durchaus arbeiten, wenn er einen invaliden Wert liefert, dann wird er halt einfach nur markiert als fehlerhaft. Die generell Fault-LED leuchtet, aber es wird erstmal im Zweifelsfall davon ausgegangen, potenziell könnte ja Wasser da sein, wir pumpen mal weiter. Da ich jetzt in meinem Fall weiß, dass die Pumpen mir das abkönnen.
Weil, falls da irgendwo ein Kabel abbricht oder sowas, will ich nicht unbedingt wiederkommen, wenn ich mal Urlaub habe, dass meine Pflanzen alle tot sind im Sommer. Also das, da kann man dann sehr viel mehr machen auf High-Level-Ebene, dadurch, dass im Prinzip jegliche Hardware-Funktion, die ich habe, hat zwangsweise durch die unterliegenden Abstraktionen eh schon die Möglichkeit, Fehler zu returnen. Und dann habe ich halt einfach noch meine eigenen Plausibilitätsprüfungen dazugepackt und die Fehler weiter hochgereicht bis zur obersten Ebene, die halt dann entscheidet, was man jetzt tut. Ja, noch eine Frage? Die Frage war, woher ich weiß, wie feucht die Pflanze es haben möchte. De facto sieht das einfach so aus, ich habe auf 40% von dem Sensorbereich eingestellt. Das fühlte sich mit dem Finger als gut an. Und die Pflanzen, die alle bei mir gut wachsen, sehen das ähnlich. Und die, die nicht gut wachsen, werden nicht wiedergenommen. Also de facto glaube ich, das könnte man etwas wissenschaftlicher angehen. Ich kann quasi für jede Pflanze einzeln einstellen, was der Zielbereich ist von diesem Sensor. Aber praktisch benutze ich fast überall 40%. Das ist so, der Boden ist ein bisschen feucht, aber nicht richtig feucht. Und was sich natürlich ergibt, ist, dass man eine Art Schwankung drin hat, dass der Boden ein paar Tage relativ trocken, also immer trockener wird. Dann kommt man in den Bereich, wo die Pumpe anfängt zu arbeiten. Aber die pumpt ja nicht 10 Liter auf einmal rein, sondern die pumpt immer nur relativ kurz bei mir, also eine halbe Minute bis eine Minute. Das heißt, man braucht auch durchaus 5-6 Stunden, bis überhaupt genug Wasser wieder da ist, dass das gegenpendelt. Und dann pendelt das ein bisschen in die Gegenrichtung. Das heißt, man hat so eine schwankende Kurve, dass es mal ein bisschen zu trocken, mal ein bisschen zu feucht ist. Was viele Pflanzen nach meiner Wahrnehmung eh lieber mögen, wie wenn es perfekt einheitlich ist. Weil perfekt einheitlich begünstigt halt sehr viele Probleme mit Schimmel, Insekten und Ähnlichem. Die meisten Pflanzen sind halt irgendwie natürlich schon darauf ausgelegt, dass es mal ein bisschen trockener ist und mal ein bisschen feuchter. Und das kann man darüber ganz gut abbilden. Ja. Weitere Fragen? Ansonsten werden keine Fragen. Doch, da kommt noch eine. Ja? Die machen wir später. Okay. Kommt doch keine Frage. Okay, dann würde ich sagen, bin ich fertig. Dann für Miro 22, 23, 24.